Liebe Star Wars Fans, wieder ist eine Woche ins Land gezogen und wieder ist so viel passiert in der Welt da draußen, rund um die Galaxie Far Far Away. Vier fantastische News mit ein klein paar Überraschungen und ein paar schönen Erinnerungen, jetzt alles im Video. Und damit auch, hello there, liebe Freunde, und willkommen zu einem neuen Video hier auf Star Wars Buddy. Heute geht es wieder um einige, muss ich sagen, sehr schöne News und News, die mich so freuen und auch Lust machen auf mehr in der Star Wars Welt und vor allen Dingen das, was uns in den nächsten Monaten da erwartet. Heute ist auch wieder so ein Tag, wo der kleine Scheißer hier mal mit auf die Kamera möchte. Ich habe jetzt letztens noch einen Kommentar gelesen, dass ich diesem Hund mehr Screentime geben soll. Ich hoffe, du bist zufrieden. Star Wars Fans werden auf jeden Fall zufrieden sein nach diesem Video. Ab geht's in Thema Nummer 1. Scotty, da geht's um Luke Skywalker. Thema Nummer 1 führt uns zurück zu Ende 2020, genauer gesagt zum Finale von The Mandalorian Staffel 2. Disney hat nämlich vor ein paar Wochen angekündigt, dass wir endlich eine kleine Dokumentation oder eher Behind the Scenes bekommen, wie denn eigentlich die letzte Folge dieser legendären Serie abgedreht wurde. Und keine Angst, letzte Folge natürlich nur Season 2. Season 3 ist ja mittlerweile in der Produktion gestartet und wir freuen uns sicherlich alle schon drauf, was da Ende 2022 wahrscheinlich auf uns zukommt. Doch wie jetzt bekannt wurde durch erste kleine Set-Fotos von dieser Dokumentation, war es tatsächlich so, dass Luke Skywalker himself, Mark Hamill, vor Ort war und seine eigene Figur verkörpert hat. Diese wurde dann, wie wir alle wissen, durch sogenanntes Deepfake de-aged, also quasi verjüngt, in einen Luke Skywalker, so alt wie er halt zu The Mandalorian Season 2 wäre. Und das hat uns, wie wir alle wissen, ziemlich vom Hocker gehauen. Jetzt aber noch im Hinterkopf zu haben, dass Mark Hamill wirklich vor Ort war, Baby Grogu gehalten hat und mit R2-D2 gegenüber von The Mandalorian Pedro Pascal stand, das hat irgendwie seinen ganz eigenen Charme. Was für Überraschungen wir sonst noch aus dieser Behind-the-Scenes-Dokumentation sehen dürfen, das können wir am 25. August gemeinsam erfahren auf Disney+. Wenn ihr Lust habt auf eine Reaction dazu, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Da werde ich mir dann mit euch einige Auszüge aus dieser Behind-the-Scenes-Dokumentation ansehen. Und apropos Luke Skywalker in The Mandalorian Season 2. Der Deepfake an sich, also diese Verjüngung von Luke Skywalker, die wurde ja von einigen Stellen teilweise bemängelt. Die sah etwas zu unrealistisch und vielleicht schon etwas zu plastikartig und leblos aus. Ich persönlich hatte das Gefühl während des Schauens nichts, aber ja, hier ließe sich sicherlich einiges besser machen. Das hat sich Ende Dezember auch der Deepfake-YouTuber Shemook gedacht, der dort seine eigene Version mit über 1 Million Aufrufen mittlerweile auf YouTube veröffentlicht hat. Und bei der genauen Gegenüberstellung hat man auch gesehen, da ist noch einiges rauszuholen. Und jetzt kommt die kleine Märchenstory, auf die ich hinaus möchte, mit News Nummer 2. Dieser Deepfake-YouTuber, Shemook, wurde nämlich jetzt offiziell von Disney übernommen. Für genau solche Sachen in den Disney-Konzern. Was für uns Folgendes bedeutet. Auf der einen Seite werden wir wahrscheinlich mehr Deepfake-De-Aging irgendwo in Zukunft sehen. Und auf der anderen Seite ist das mal ein Beispiel dafür, dass man immer noch sehr schön quer einsteigen kann, insbesondere wenn es um so neuartige Technologien geht. Disney hat erkannt, dass der Typ was drauf hat. Und das dürfen wir bald alle, wahrscheinlich selbst, auf den heimischen Bildschirmen oder sogar im Kino genießen dürfen. Um in diesem Mandalorian-Filoniverse vielleicht ein wenig noch zu bleiben, eine dritte Sache daraus, aber die hat nicht selbst mit der Mandalorian Season 2 zu tun, sondern eher mit der Ahsoka-Serie. Einige werden es vielleicht schon gehört haben aus meinen letzten Videos, dass Mena Massoud Ezra Bridger spielen soll, das ist der Schauspieler von Aladdin in der Realverfilmung, aber auch, dass Lars Mikkelsen der zukünftige Schauspieler von Grand Admiral Thrawn sein soll. Das waren bisher sich nur immer weiter verdichtende Gerüchte. Rosario Dawson, die Schauspielerin der Ahsoka, hat jetzt aber, ich sag mal auf gut Deutsch, vielleicht ein bisschen Mist gebaut. Denn sie hat anscheinend gedacht, dass das Ganze aus einer News schon hervorgeht und bestätigt wurde von Disney, hat das Ganze retweetet und gesagt, oh, ich freue mich auf Mena Massoud und Lars Mikkelsen als Ezra und Thrawn. Natürlich weiß sie schon darüber Bescheid, aber normalerweise geht das natürlich
natürlich, bevor es nicht offiziell verkündet wurde, über eine sogenannte NDA innerhalb des Vertrages so weit, dass man es einfach gar nicht nach außen publizieren darf. Das heißt, hier hat Rosario Dawson nach ein paar Stunden den Post auch wieder gelöscht. Wir haben ihn natürlich für euch gescreenshottet. Und das, Leute, dürfen wir eigentlich schon fast als endgültige Bestätigung sehen. Mena Massoud als Ezra und Lars Mikkelsen als Thrawn in der zukünftigen Ahsoka-Serie. Und ganz ehrlich, Rosario, ich find's nicht schlimm. Ich freue mich nur noch mehr drauf. Last but not least geht es um The Bad Batch Episode 14, also die letzte Episode, die wir sehen durften, wo es ja auch schon eine Reaction auf dem Kanal gibt, die wir wahrscheinlich zum Großteil alle sehr genossen haben. Dort gab es einen kleinen Auftritt und Schande über mich, den ich so schnell nicht mal in der Serie bemerkt habe. Es geht nämlich um Scourge, einem Mitglied des Delta Squads aus Republic Commando. Das Computerspiel werden wahrscheinlich viele von uns kennen. Und hier wurde ja von vielen schon direkt gesagt, das ist Scourge. Man sieht es an der Rüstung, das muss einfach so sein. Wie jetzt ein VFX-Designer, das heißt derjenige, der sich um die Special Effects mitkümmert in der Bad Batch, auch bestätigt hat, dass hier anscheinend wirklich bewusst auch Scourge DC-17 Blaster Sound, den David W. Williams vor 18 Jahren kreiert hat, eingesetzt wurde. Und das ganz bewusst, was auch hier irgendwo als Bestätigung genommen werden kann, dass die Benutzung des Sounds, die Benutzung seines ganzen Kostüms irgendwo auch nicht nur darauf hindeutet, sondern auch bestätigt, dass es sich wirklich um Scourge handelt. Das Delta Squad is back in the game. Auch wenn nur kurz in Season 14. Ich glaube, das solltet ihr mir jetzt unten in die Kommentare schreiben. So, liebe Freunde, und das war's jetzt auch mit diesem Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Eure Meinung zu den Themen wie immer unten in die Kommentare. Außerdem fettes Dankeschön, dass ihr immer noch so aktiv seid. Ich habe das Ganze mal Revue passieren lassen, was so das letzte Dreivierteljahr fast jetzt schon auf diesem Kanal abgegangen ist. Und das freut mich immer wieder, dass wir so eine aktive Kommentarkultur haben. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen ganz, ganz schönen Tag und möge die Macht mit euch sein. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.